171 Tage nach der Bundestagswahl ist es soweit. Die neue Regierung aus Union und SPD ist im Amt. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble vereidigt nach Kanzlerin Angela Merkel auch die neuen Minister des Kabinetts. Damit endet die längste Regierungsbildung in der Geschichte der Bundesrepublik. Der Bundestag hatte Merkel mit 364 Stimmen zum vierten Mal zur Kanzlerin gewählt. Die benötigte Mehrheit lag bei 355 Stimmen. Gegen die Neuauflage der Großen Koalition hatte es bei den Sozialdemokraten große Widerstände gegeben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ernennt im Schloss Bellevue die Regierungsmitglieder und schwört die neue Bundesregierung auf schwere Zeiten ein. Die Parteien, die jetzt miteinander regieren werden, haben in der letzten Bundestagswahl Stimmen verloren. Und schon deshalb gilt, um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen, wird ein schlichter Neuaufguss des Alten nicht genügen. Diese Regierung muss sich neu und anders bewähren. Union und SPD wollen nun schnell mit der Regierungsarbeit beginnen.